Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute zeige ich euch, wie ihr diese leckere Torte zubereiten könnt in nur ganz wenigen Schritten. Los geht's direkt mit dem Teig. Dafür nehme ich 3 Eier, 150 Gramm Zucker, etwas Salz und Vanilleextrakt, 80 Gramm Sonnenblumenöl, 100 Gramm Kaffee, 150 Gramm Mehl plus Backpulver oder ihr nehmt mein Backmehl und 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Jetzt nehmt ihr zuerst die Eier, den Zucker, Salz und das Vanilleextrakt und verrührt die Zutaten für etwa 3 bis 4 Minuten cremig. Dann rührt ihr kurz die beiden Flüssigkeiten ein und anschließend Mehl, Backpulver und die Haselnüsse. Und die dann wirklich nur kurz einrühren. Füllt ihr den Teig einfach in die vorbereitete Backform. Ich nehme jetzt hier einen Tortenring mit 25 cm Durchmesser. Füllt das Ganze ein und dann könnt ihr den Kuchen schon backen. Der Tortenboden ist gebacken und wunderbar ausgekühlt. Er riecht auch richtig gut und hört ihr das? Er ist total saftig. Den stelle ich kurz zur Seite und zeige euch jetzt die Zutaten für die Creme, für die Füllung und fürs Topping. Für die Creme verwende ich 250 Gramm Quark, 400 Gramm Schlagsahne, 40 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, Sanapart zum Steifschlagen. Für die Füllung 300 Gramm dunkle Trauben, das sind jetzt die kernlosen. Hier habe ich 100 Gramm Raspelschokolade und 50 Gramm gehackte Haselnüsse. Hier könnt ihr entweder die gehackten Haselnüsse nehmen, die es auch schon gibt, praktisch auch schon geröstet. Oder ihr könnt einfach ganze Haselnüsse nehmen, sie hacken und in der Pfanne kurz rösten. Jetzt gebt ihr hier den Quark in eine Rührschüssel. Puderzucker und Vanilleextrakt dazu. Dann kurz verrühren, die Sahne zugießen und mit Sanapart steif schlagen. Die Creme habe ich kurz kalt gestellt. Jetzt löse ich hier den Boden raus. Es geht immer am besten mit so einem Backformmesser. Kommt der jetzt direkt auf eine Tortenplatte. Und jetzt schneidet ihr hier einen dünnen Deckel weg, aber wirklich nur dünn, so dass man so ein bisschen was zerbröseln kann. Da kommt jetzt ein sauberer Tortenring wieder herum. Und in die Tortencreme gebt ihr jetzt die Trauben rein. Einfach so ein bisschen halbieren und dann könnt ihr sie schön unterheben. Dann kommt die Creme hier auf den Tortenboden. Und das Beste zum Schluss, jetzt könnt ihr hier den Boden so ein bisschen zerbröseln, mit den Schokoblättchen und den Haselnüssen vermischen und einfach nur noch drüber geben. Dann kurz abdecken und so kommt die Torte jetzt in den Kühlschrank für etwa 3 bis 4 Stunden und dann werden wir sie gemeinsam probieren. Die riecht schon so gut. Also die Kombination aus Traube, Schokolade, Haselnüssen ist richtig gut. Ja. Definitiv sehr gut. Und wenn ihr wollt, dass das Ganze noch so einen Touch hat von
dieser Schokoladensorte, Traube, Nuss, Rum. Könnt ihr gerne auch den Boden noch mit rumtränken. Aber ich finde, das muss es gar nicht. Die Torte ist so schon richtig perfekt. Probiert sie gerne mal aus. Ihr seht, sie ist schnell gemacht. Ist auch ein toller Geburtstagskuchen, den man wunderbar mitnehmen kann. So als Überraschung. Und das Rezept findet ihr wie immer auf lilkochen.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.